Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Übers Reden reden, dem Podcast mit Bettina Schöbitz, in dem es um öffentliches Reden vor Publikum geht. Und heute habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ich habe mich wirklich sehr, sehr darauf gefreut, als sie zugesagt hat, heute dabei zu sein. Und zwar ist das die wunderbare Irmeli Eja. Hallo Irmeli, schön, dass du dabei bist. Danke, Bettina. Natürlich habe ich zugesagt. Ich bin ja eine Fangirl von dir. Es war jetzt keine lange Entscheidung, hier zuzusagen. Ja, Irmeli hat einen Job, den finde ich ganz grandios. Und zwar leben wir ja mittlerweile in einer Welt der erklärungsbedürftigen Berufe. Und diese erklärungsbedürftigen Berufe, das sind Berufe, die unsere Eltern nicht mehr verstehen. Nicht so wie Bäcker, Metzger, Friseur, sondern wir suchen uns die Nische, in der wir gut sind. Und da machen wir unser Business. Und Irmeli hat sich ein Thema ausgesucht, was ich hochspannend finde. Sie ist nämlich Ö- und Ä-Abtrainerin. Klingt zunächst mal etwas sperrig, bringt aber komplett auf den Punkt, was sie tut. Denn Irmeli sorgt dafür, dass Menschen nicht mehr in Videos, in Audios, bei Präsentationen ständig Äm, Ä, Ö oder ähnliche Füllwörter benutzen. Und was ich sehr spannend finde, also Irmeli ist Finnin und Finnisch ist jetzt schon eine der sehr schwer zu lernenden Sprachen und Irmeli spricht gleich 6 Sprachen. Das hat ein bisschen mit ihrer Historie zu tun. Sie ist in Finnland groß geworden, schön am See gelebt, in die Sauna gegangen. So das klassische finnische Kindheitsbild hatte ich, als ich das gelesen habe. Aber sie hat unter anderem auch im Disneyland Paris gearbeitet. Und was ich total spannend finde an dem, was sie mir gesagt hat, ist, dieses Ö, Ä und Äm, also diese Füllwörter, sind überhaupt nicht nur ein rein deutsches Phänomen. Irmeli, was hast du da festgestellt? Erzähl uns ein bisschen darüber. In meiner Muttersprache, in Finnisch, in Finnland, nutzen die Leute ein Wort Niinku. Und diese Niinku hat überhaupt gar keine Bedeutung, aber sie sagen diese Niinku überall mega schnell. Ich höre das im Radio, im Fernseher, überall. Und ich hatte früher dasselbe auch, bis ich natürlich das auch abtrainiert habe. Und überhaupt, finnische Sprache hat sehr viele Füllwörter. Natürlich auch die Öms und Äms, aber noch mehr die Füllwörter. Die Finnen können halbe Minute, Minute sprechen, indem sie haben überhaupt noch nichts gesagt, sondern nur diese Füllwörter genutzt. Im Französischen gibt es auch ganz stark Öm. Es gibt auch sogar Französisch Lehrer, Lehrerinnen, leider, die das ihren Studenten beibringen, dass du richtig Französisch klingen kannst, sag immer wieder. Irmeli hat eine eigene Methode entwickelt, um eben den Menschen dieses Ö, Äm und A abzutrainieren. Und sie hat mir in einem Vorgespräch erzählt, dieses mit dem Äm, Ö und A, das ist wie Mundgeruch. Du hast es, 10 Leute merken es und nur einer davon sagt es dir. Und das, finde ich, ist ein total guter Ansatz, denn letztendlich, wie oft hast du schon irgendwo in Online-Meetings, in Präsentationen, in Kunden-Meetings oder auch im Telefonat angefangen, so ganz klammheimlich auf dem Zettel Strichlisten zu führen, wie oft der andere das sagt. Und Irmeli, ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Ich erlebe es ganz oft, dass die Menschen eigentlich dankbar sind, wenn man ihnen das sagt. Ich erlebe das bei meinen Kunden oft so, dass ein Mensch hatte den Mut, ihnen zu sagen, weißt du, ich habe ganz viele Töne in deiner Sprache gehört. Und diese eine Person schickt die Leute indirekt dann zu mir zum Training, weil sie denken, ja, mir ist das eigentlich schon bewusst gewesen. Oder sie meinen, echt, das überrascht mich jetzt. Aber die Sache ist, dass wenn du den Feedback plump gibst, dann schadest du eher in stille Stunde unter 4 Augen. Also auf jeden Fall nicht vor großer Gruppe sagen, hey, dein Vortrag heute war gut, aber du hattest da mindestens 50 Ös drin. Bitte das nicht tun und überhaupt sehr vorsichtig mit der Sache umgehen, weil viele Leute sind die eigenen Töne nicht bewusst. Oder die sind bewusst und sie leben in dem Glaubenssatz, dass die kann man nicht abtrainieren. Daher geh in den Gespräch so rein, dass du sagst, möchtest du Feedback über deinen Vortrag? Danach sag, wenn sie sagt ja, danach sagst du was super Positives und sagst, dass das und das war nicht cool. Und hier gab es diese eine Sache mit dem
Fülltüren, du hattest ziemlich viele Alsos oder du hast sehr oft gesagt, wenn die noch weglassen würdest, würdest du viel professioneller klingen. Und danach sagst du noch was Positives. Aber ich sage immer meinen Kunden, wenn einer den Mut hatte, 10 andere haben es gedacht. Das ist nicht nur dieses Äm und Ä oder Ö, sondern es sind auch Worte wie nichtsdestotrotz oder Phrasen wie ich will mal so sagen oder ich sag mal so oder im Grunde oder irgendwie, eigentlich, sehr, echt, gut. Also sprich, es gibt eine ganze, ganze Menge Füllwörter, derer wir uns selber oft nicht bewusst sind. Was ist denn der Nutzen, dass wir solche Füllwörter einsetzen? Die Füllwörter, die brauchen wir in unserer Sprache, aber es wird dann zum Problem, wenn du immer dieselbe nutzt. Und deswegen sage ich meinen Kunden immer, nutze die vielfältig. Wenn du einmal in der Stunde sagst, irgendwie, einmal natürlich gesagt hast und einmal letztendlich gesagt hast, ist das gar kein Problem. Du sagst es so schön auf deiner Website, diese Füllwörter sind versprachlichte Pausen. Und das empfinde ich tatsächlich auch so, dass die Menschen, statt in dem Moment einfach Luft zu holen und den Moment der Ruhe auszuhalten, dann zu diesen Füllwörtern greifen, weil sie der Meinung sind, in dem Moment, wenn sie da nichts sagen und da eine Pause entsteht, dann könnte ihnen jemand ins Wort fallen, dann könnten sie nicht so ernst genommen werden. Viele nutzen sehr, sehr viele Füllwörter und das sind dann wirklich so Glaubwürdigkeitskiller, weil wir einfach merken, diese Person erscheint uns deutlich nervöser, als es vielleicht notwendig wäre. Und dann denken wir, okay, der ist sich seiner Sache nicht ganz so sicher und dementsprechend vertrauen wir nicht ganz so tief auf das Gesagte. Also letztendlich, wenn du selber mit diesem Thema hin und wieder zu tun hast, dann ist es sehr hilfreich, dir zu überlegen, was macht das mit deiner Wirkung? Mit deiner Wirkung auf deine Zuhörer, aber auch mit deiner Wirkung auf dich selbst. Denn wenn du einen längeren Vortrag hältst, desto mehr Worte du sprichst, desto mehr strengst du ja auch deine Stimme an, desto mehr brauchst du deine Stimmlippen. Und es ist noch eins, was mir einfällt. Ich habe vor Jahren schon mal mit der Steffi Schwarzhag auch rund um dieses Thema, nicht um Ö und Ä, sondern um Stimme, um Sprache gesprochen. Und sie hat halt immer deutlich gesagt, dass die Zuhörer sehr, sehr dankbar sind für diese Pausen, wenn wir sie ihnen lassen, weil das Gehirn Zeit braucht, um das zu verarbeiten, was wir gesagt haben. Du hast eine eigene Methode entwickelt und wenn ich dich richtig verstehe, auch auf Basis deiner eigenen Schwierigkeiten mit dem Thema und Ä, war das noch, als du noch nur Finnisch gesprochen hast oder in welcher Sprache ist es dir selber aufgefallen und in welcher Sprache hast du angefangen, diese Methode zu entwickeln und vielleicht verrätst du uns auch ein bisschen was darüber. Mir ist das aufgefallen auf Deutsch, weil ich mit meinem YouTube-Kanal vor gut 3 Jahren begonnen habe. Und danach ist mir aufgefallen, dass ich in meinem finnischen Sprachnachricht ständig Niku gesagt habe. Und ich war auch am Anfang die Glaubenssatz, die kann man nicht abtrainieren. Bis ich dann mitbekommen habe, dass Leute, die zählen, also vielleicht nicht unbedingt bei mir, aber allgemein, die werden gezählt, wenn die nervig sind. Und da bin ich dann auf der Suche gegangen nach Methoden. Keine Spur. In manchen Rhetorikbüchern gibt es vielleicht so vier Sätze über das Thema und mehr nicht. Und daher habe ich dann meine eigene Methode entwickelt. Ganz wichtig ist, dass du gewöhnst dich an deine Stimme dran und hörst zum Beispiel deine Sprachnachrichten. Das habe ich sehr viel gemacht. Ich habe meine Sprachnachrichten immer hinterher gehört und bin jeden Tag dann besser geworden. Das ist eine ganz einfache Methode, kostet nichts. Aber bei meinen Methoden bringe ich dann meinen Kunden bei, wie sie anstatt diese Töne Pause machen können. Dass wir dein Gehirn dran wöhnen, wir machen klare Pausen und während dieser Pausen machen wir keine Töne. Weil viele kriegen ja gesagt, pass auf, du hast da viele Töne und danach, ja und jetzt, wie mache ich das? Und genau das trainieren wir bei mir. Das allereinfachste Methode ist anfangen, ganz klar, langsam und deutlich zu sprechen. Artikuliere alles, was du sagst, überdeutlich. Mach richtig Mundgymnastik und spreche langsam. Da sagen meine Kunden dann oft, Remeli, echt jetzt? Bist du mein Lebensende? Nein, es ist nur die kurze Übergangsphase, weil viele sagen dann, ich fange jetzt einfach
an, ganz schnell zu sprechen. Und desto schneller ich spreche, die Ös und As, die haben keine Zeit mitzukommen. Leider, die haben Zeit mitzukommen. Egal, wie schnell du sprichst, die sind genauso da, weil dein Gehirn hat sich nicht daran gewöhnt, dass du ohne Töne denken kannst. Und daher lernst du bei mir 8 Methoden und von den, eigentlich sind es 11 Methoden, und von den 11 Methoden pickst du für die 2, 3 raus, mit dem übe ich das mit mir und meinem Gehirn und mit meinem Mund und danach kooperieren wir alle 3 super gut und die Ös und As sind weg. Und ab wann kommen wir an den Punkt, wo wir sagen, es fängt an, mich jetzt richtig zu stören und eigentlich habe ich schon gar keinen Bock mehr zuzuhören? Obermaximum ist 14. Ich beobachte ja Leute und mehr wie 14 Ös hat noch keine geschafft. Aber solche Leute gibt es überraschend viel, die 14 Ös pro Minute haben. Gute Nachricht, du kannst auch 0 Ös in Zukunft haben, wenn du zu mir zum Training kommst. 7 Ös, weiterhin sehr nervig. Wenn du 7 Ös pro Minute hast, immer noch sehr nervig. 5 stört weiterhin. 4 geht gerade so, wenn es so ganz kurze sind, fast unbemerkbar. Viele Schauspieler haben genau die 4 und viele Singer und diese Voice-Over-Leute. Da beobachte ich die, wenn die in einem Interview sind, die haben oft genau die 4. Ich fange immer an zu zählen und immer nächste Minute fängt an und da, ich bin immer auf 4 gelandet. Das ist für diese Leute, wenn ich dann Feedback gebe für solche redende Profis, die wollen diesen Feedback gar nicht annehmen, weil sie sagen, hey, ich bin doch hier die Schauspielerin, ich bin hier die Sängerin, was willst du von mir? Schauspieler, ihr müsst nicht zu mir, alles gut, ihr behaltet euren Ös. Aber für alle anderen, die besser sein wollen wie Profis, viel schöner ist, dass du hast 0 Ös pro Minute. Die 4, wie gesagt, das geht gerade so, aber wenn die ganz groß sind, wenn du immer deinen Satz anfängst, dann ist 4 auch zu viel. Aber jetzt mal ehrlich, ist es erstrebenswert, wirklich auf 0 Ös zu kommen oder ist es nicht eigentlich auch ganz menschlich und ganz sympathisch, wenn man so ganz hin und wieder auch mal so ein oder ein einstreut? Viele sagen, Irmeli, ich klinge ja dann unnatürlich, wenn ich keine Ös habe. Ich persönlich habe wirklich gar keine, nie. Und Leute beobachten mich auch ganz genau unter die Lupe und versuchen bei mir Ös zu finden. Wird nicht funktionieren. Und da gebe ich dann immer mit, überleg dir, bin ich jetzt unnatürlich? Klinge ich jetzt zu deinen Ohren wie Roboter, wie Ausgeübte, als ob ich das jetzt hier alles ablesen würde? Und natürlich kannst du eine Ö pro Minute haben, wenn du willst. Nur sage ich immer meinen Kunden, wenn du die Methoden kennst und das alles kannst, brauchst du die eine auch nicht mehr. Also ich nehme das bei mir selber wahr. Mir passiert es sehr selten. Jetzt war mein Vater Journalist, hat mich früh dazu genötigt, Reden zu halten, hat auch darauf sehr stark geachtet. Und es hat mich bei anderen sehr stark gestört. Insofern war für mich sehr früh klar, ich will das nicht, ich versuche das zu vermeiden. Meine Wahrnehmung ist, dass Leute sehr viel schneller in dieses Ö und Ä verfallen, wenn sie wirklich nervös sind. Wo ich dann einfach für mich den Tipp her ableite, bereite dich gut vor. Desto besser du vorbereitet bist und gerade wenn du vor Publikum sprechen willst, vielleicht schon mal die ersten 1 bis 3 Sätze mehr oder weniger auswendig kannst. Auch das Sprechtempo, das langsamere, schon geübt hast. Wenn du im Vorfeld deine Stimme ein wenig aufgewärmt hast, dann hilft es schon ein Stück weiter, dass du nicht nervös vor dem Gang vors Publikum bist und erstmal da stehst und am liebsten zittern würdest, sondern dass du schon mit einer gewissen Erfahrungssicherheit vor das Publikum trittst und es dir dann auch leichter fällt, wenn diese ersten 3 Sätze vorbei sind, deine Gedanken zu Ende auszusprechen, Pause zu machen und erst dann zu überlegen, was sage ich als nächstes. Den roten Faden hast du ja. Aber auch wirklich bewusst in dem Wissen, damit machst du deinen Zuhörern eine riesengroße Freude, einfach mal Pausen auszuhalten. Viele haben Angst, dass jemand fällt in Wort rein während den Pausen. Jeder hat irgendeine Mikromimik, die sie macht, während sie denkt. Und es hat auch natürlich mit Autorität zu tun. Wenn du 0 Autorität hast, fallen die Leute auch viel schneller ins Wort rein. Wenn du aber die Art hast, dich gut auszudrücken, zu artikulieren, mit der Zeit Leute gewöhnen sich daran, dass du so sprichst. Und dann wissen sie schon, du bist noch nicht fertig. Du machst jetzt nur
gerade eine ganz gute Pause, lässt dich selbst und dein Publikum überlegen und danach sprichst du weiter und niemand fällt ins Wort. Und auf der Bühne schreit jetzt sowieso nicht so schnell jemand in deinen Vortrag rein, wenn du jetzt gerade nicht Politiker bist. Viele sagen, dass ich habe Ös und Äs, wenn ich nervös bin. Ich bin da ganz anderer Meinung, weil entweder hast du Ös oder du hast gar keine. Nur wenn du nervös bist, beginnst du dich von so Vogelperspektive zu beobachten. Du bist auf der Bühne, du bist nervös und du denkst, Herr Jemine, woher kommen jetzt diese Ös heute? Ich habe doch keine Ös und heute hier bin ich auf der Bühne so nervös, weil du dich so beobachtest. Dann beobachtest du dich weiter und weiter und die werden immer mehr und mehr gefühlt. Wenn du aber eine alte Sprachnachricht anhörst, die du vielleicht deiner Freundin vor 3 Wochen geschickt hast, wo du überhaupt nicht nervös warst, hör mal rein, da hast du genauso viele Ös wie da gerade eben auf der Bühne. Die traurige Sache ist, dass dein Publikum nimmt das als Nervosität wahr. Und daher, weg mit dem Tönen. Egal, ob du jetzt auf der Bühne bist oder Sprachnachrichten schickst, Leute nehmen dich plötzlich ganz anders wahr. Das gilt auch für das ganz normale Gespräch, wenn du nicht auf der Bühne vor Publikum sprichst. Du bist im Gespräch mit deinem Chef, mit Kollegen, mit deinem Partner. Und auch da kommt dieses immer wieder vor. Meine Erfahrung ist an der Stelle, wenn du zum Beispiel eine Frage beantworten sollst, zu etwas Stellung beziehen sollst, gönn dir auch selber die Pause, bevor du antwortest. Wir haben uns angewöhnt, bei uns in unserer Kultur hier in Deutschland sehr stark, wenn einer einmal das Wort hat, dann hält der das auch fest bis zum bitteren Ende. Und dann kommt noch ein Gedanke und noch ein Gedanke und noch ein Satz und noch ein Gedanke und die anderen wären längst schon 5-mal gerne bei irgendeinem Thema eingehakt und haben keine Chance. Ich wünsche mir, dass wir einfach ein bisschen mehr Redekultur wieder entwickeln. Wir könnten uns darauf verständigen, dass wir, vielleicht mit Ausnahme des Moderators, weil er hat eine andere Rolle, maximal 1 Minute lang am Stück sprechen und dann den anderen wieder Luft lassen, wieder die Chance lassen. Und das schafft auch nochmal so ein anderes Bewusstsein. Gönne dir und anderen Pausen, lass anderen auch Raum zum Sprechen und nimm du nicht zu viel Gesprächsraum ein und versuche dann, während du den nächsten Gedanken fasst, den du an den vorherigen anschließen willst, weil du ja gleich weiterreden willst, damit dir niemand ins Wort fällt, weil du da jetzt wieder so ein M oder ein M genutzt, genutzt hast. Also hat es auch damit zu tun, wie du von dem Mindset her ins Gespräch gehst. Wie du merkst, ich notiere ja hier immer wieder Wörter in unserem Interview. Und genau das ist der Punkt, wenn du reden darfst. Ich habe hier meine Wörter. Die habe ich hier aufgeschrieben. Somit vergesse ich jetzt hier nicht Stellung zu ziehen, wie du gerade eben gesagt hast, und über Redekultur zu sprechen. Hätte ich das jetzt hier nicht geschrieben, weil das sind nicht Wörter in meinem Wortsatz, Stellung ziehen und Redekultur, nutze ich normalerweise nicht. Aber das war ja die Frage. Ich hätte es aber längst vergessen oder die Hälfte hätte ich nicht mitbekommen, was du gesagt hättest, wenn ich die nicht sofort aufgeschrieben habe. Und meine Meinung dazu ist, dass das ist auch eine Erziehungssache in Gesprächen. Wenn du zum Beispiel in einem Meeting ausmachst, jeder spricht 1 Minute, dann schätzt man auch die Minute. Ich will in 1 Minute das sagen, was ich zu sagen habe. Ich habe meine Punkte hier notiert und danach geht die Diskussion weiter. Viele andere, die daran nicht gewöhnt sind, die fühlen sich dann als machtausgeübte Opfer. Weil ich darf jetzt hier nur 1 Minute reden und ich bin doch jetzt die Doktor, Professor, Gedöns so und so und ich normalerweise rede ich 1/2 Stunde und jetzt darf ich nur 1 Minute, das geht ja gar nicht, also ich gehe dann jetzt. Daher bin ich voll bei dir, Redekultur entwickeln, weil man lernt ja auch viel mehr beim Zuhören, als wenn man selber nur die ganze Zeit labert. Jetzt habe ich noch 3 kleine Fragen zum Schluss. Wie geht es dir eigentlich, wenn du jetzt hier in Deutschland lebst und du hast keinen See und keine Sauna vor der Türe? Wie gehst du damit um? Ich habe eine Sauna. Ich habe eine Sauna von Finnland mitgebracht. Wir leben ja in einem Haus von Finnland. Also mein Haus sieht so aus, ist aber in Gelb. Also fühle ich mich wie zu Hause. Mein Haus ist wie zu Hause. Jede Finnin, die mich besucht, denkt, Irmeli, hier sieht es ja aus echt wie in Finnland. Daher habe ich wenig Heimweh. See habe ich nicht. Sauna ist wichtiger. Ich kann ja kalte Dusche nehmen. Mache ich sowieso nicht. Ich nehme eine normale Dusche. Wenn ich was vermisse,
Früher habe ich zu dieser Frage immer gesagt, dass ich vermisse die finnischen Supermärkte, weil die sind wirklich gigantisch. Solche Supermärkte kennt Deutschland gar nicht. Wobei ich war jetzt im Sommer in Norddeutschland, da gab es sowas Ähnliches. Oder ich habe schon vergessen, wie es in Finnland ist, weil ich das gut empfunden habe, auch in Norddeutschland. Ich habe sehr wenig Heimweh, habe mich sehr gut integriert. Und ich habe nicht vor, zurück nach Finnland zu gehen. Das Wichtigste ist echt, dass ich die Sauna da habe. Auch sollte ich von diesem Haus hier ausziehen oder Haus verkaufen. Sauna ist Top Priority Number One. Kann ich sehr gut nachvollziehen, zumal ich mal die Chance hatte, auch in Finnland zu sein. Ich durfte mal nach Pori zum Jazzfestival und nach Savonlinna zum Opernfestival und habe das wirklich auch sehr schätzen gelernt, war auch entsprechend in Unterkünften untergebracht, wo es die Saunakultur gab. Und das war für mich echt noch Neuland, weil ich habe von meinen Eltern so Saunakultur gar nicht mitbekommen. Und jetzt würde mich in dem Zusammenhang auch interessieren, du hast 3 Kinder. Ja. Wie finnisch wachsen sie in Deutschland auf und arbeitest du mit ihnen schon am Thema Ö und Ä? Die arbeiten tagtäglich am Thema Ö und Ä, weil sie hören ja durch die Tür, wenn ich meine Kunden trainiere. Daher wissen sie ganz genau, okay, jetzt ist die Mama in der Stelle in dem Training, jetzt kommt das, weil die Training läuft da immer gleich. Und natürlich achten wir sehr drauf. Wenn wir zum Beispiel Eltern-Kind-Gespräche in der Schule haben, ist das manchmal ein bisschen peinlich, weil wir uns gegenseitig gucken und denken, oh mein Gott, dieser Lehrer hier kann ja gar nicht reden. Sehr finnisch wachsen meine Kinder nicht. Das ist leider so, weil ich habe vor 6, 7 Jahren aufgehört, mit meinen Kindern finnisch zu reden. Und ich hätte hier 1000 Ausreden. Nur die einzige Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich bin faul geworden. Ich war einfach müde dazu, die Einzige sein in der Familie, die gescheit Finnisch spricht. Aber ich muss dazu sagen, dass meine eigene Deutsch ist seitdem viel, viel besser geworden. Und heutzutage unterrichte ich Deutsche. Alle meine Kunden sind deutsche Muttersprache. Ich hatte bis jetzt, glaube ich, 2 ausländische Kunden, die Deutsch sprechen in Deutschland, aber nicht Deutsch als Muttersprache haben. Und alle anderen sind Muttersprache Deutsche. Und ich behaupte, würde ich immer noch jeden Tag Finnisch sprechen mit meinen Kindern, wäre meine eigene Deutsch nie so gut geworden, bis heute ist. Und ich wäre definitiv nicht in der Lage, Deutschen beizubringen, wie sie zu reden haben. Passt sehr gut zum Thema Ö und Ä. Beides ist einfach auch echt eine Übungssache. Es in den Alltag zu integrieren, immer wieder drauf zu schauen, es immer wieder auch zu trainieren, auch mit Leuten zu trainieren, die es vielleicht gar nicht machen, sodass man einfach dann da auch in einen Redefluss kommt, der sich ganz anders anfühlt als mit anderen, die auch sehr viel Ä und Ö benutzen. Und jetzt würde mich die letzte Frage nochmal interessieren. Mit wem würdest du gerne mal Abendessen und über das Thema Ö und Ä sprechen? Darüber habe ich noch nie gedacht, weil mein Slogan ist ja, werde besser als die Profis. Weil es gibt ja ganz viele Rhetoriktrainer, ganz viele Leute im Fernsehen, die ganz viele Ös und Äs haben. Von daher wüsste ich jetzt auch gar nicht, mit wem würde ich darüber reden. Weil ich hier keine Kollegen habe, ich kenne keine andere Ö- und Ä-Trainer, dafür gerne ich ganz viele Rhetoriktrainer, die ganz viele Ös und Äs haben. Natürlich ist das Thema Ö und Ä immer so ein kleines Thema bei vielen, aber die haben sich nicht rein daraus spezialisiert. Prominente, ich würde sehr gerne mit die Annalena Baerbock zusammen trainieren, weil das mir sehr oft vorgetragen ist, Irmeli, versuch doch irgendwie mit dieser Frau in Kontakt zu kommen. Und ihr zu helfen, würde ich sehr gern tun, weil das ja auch eine Frau ist. Und für unser Land, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, dass unser Land, weil ich ja deutschen Pass habe, aber eigentlich bin ich nicht deutsch. Egal, für Deutschland wäre das eine Vorteil, wenn Annalena Baerbock gescheit ohne Ös und Äs reden könnte. Also falls da jemand zuhört und Verbindungen zu ihr habt, gerne zu mir schicken. Das wäre so der einzige Wunsch. Aber ich will noch einen Punkt sagen. Ja, gerne. Leute, die denken, dass ich habe doch keine redende Beruf, ich halte doch keine Vorträge, ich rede so, wie ich rede, kann ich trotzdem empfehlen, sobald du 2 Leute hast, die dich zuhören, hast du Publikum. Und wenn du diese Momente jeden Tag hast, dass 2 Leute dich zuhören und du da besser wirken möchtest, komm zu mir zum Ö und Ä-Training. Du stehst jeden Tag viel häufiger, als du überhaupt denkst, auf Bühnen.
Denn ob du mit deinem Partner sprichst, ob du vor Menschen im Supermarkt irgendwas sagst, was auch immer, alles dieses ist eine Bühne. Alles das hat mit deiner Wirkung auf andere Menschen zu tun. Und da macht es total Sinn, dass du einfach dieses Thema Ö und Ä bei dir selber einfach mal kritisch betrachtest. Und vielleicht einfach noch mal ein paar der Tipps, die Irmeli hier heute preisgegeben hat. Thema Pause machen, gelassen bleiben, Gedanken zu Ende bringen. Dann auch nicht direkt antworten, sondern vielleicht auch noch einen kleinen Denkmoment dir lassen. Erstmal überhaupt das Bemerken, dass du es tust, indem du das aufnimmst und dir deine Aufnahme mal anhörst. Dann hörst du auch mal deine Stimme, wie sie klingt, wenn du mit dem Mikrofon arbeitest. Die klingt nämlich ganz anders als das, was wir selber hören, weil wir dieses Volumen im Kopf haben. Also geh einfach auf diese Dinge nochmal ein bisschen ein. Und wenn du merkst, okay, also über den 4 liege ich allemal, vielleicht reiße ich sogar die Latte mit den 7. Dann überleg dir, ob es sinnvoll ist für dich in deinem Alltag, was deine Wirkung angeht, mit Profis zu arbeiten. Das kann ein guter Rhetoriktrainer sein, aber die einzig wahre Ö- und E-Abtrainerin hast du heute hier erlebt und das ist Irmeli Eja. Und wenn du Fragen hast, kannst du dich an Irmeli wenden. Irmeli, möchtest du unseren Zuschauern und Zuhörern noch ein letztes Wort mitgeben? Zu den Tipps, die ich heute mitgegeben habe, kannst du noch mehr holen auf der Seite von irmeli.info. Lege los, nehme eine Bestandsaufnahme von deiner Sprache, dass du überhaupt für dich festlegen kannst, solltest du da die abtrainieren oder bist du jetzt schon sehr fließend in deinen freien Reden. Herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war mir ein großes Fest. Den Hörern wünsche ich einfach noch einen schönen weiteren Tag. Du hörtest eine weitere Folge des Podcasts übers Reden, Reden von Bettina Schübitz, wo es um öffentliches Reden vor Publikum geht.